Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. As always, I'm excited having you guys tuned into this channel. So today we're going to be diving into German memes compilation English subtitle with contents. Stick around with me to the end of the video. Don't forget to like, subscribe, and comment on this YouTube channel. Feel free to use a Buy Me Coffee link to make priority requests on the next video lecture on our YouTube channel. I'll see you guys on the video. Let's go. Ja, das liegt an dir. Dass du nicht zu sagen hast. Ja. Okay, Mucke mehr an. Raus, Alter. Mach raus. Okay. Wichser. Wie bitte? Entschuldigung. Sie, Wichser. Nein. Die beste deutsche Mountainbikerin ist heute Abend bei uns. Es ist Regina Stiefel. Herzlich willkommen. Ja, das kann man jetzt abholen. Ja, Walter Frosch, kurz vor der Pause nach der Ausgleich. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Das Ergebnis ist eigentlich verdient für die anderen. Aber ich weiß, da hat man immer zulegen. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Schiff? Ich bin schnell eingewechselt worden, da haben Sie noch dabei gehabt. Well, literally the guy says he likes to play clean and fair, but there you can see he has something stuck inside his socks, and I'm guessing that's not a fair game for the other player. Sorry for that pause. Okay, danke schön. Is. December vége óta sorra nyitnak az oltási központok Németországban. Jens Spahn egészségügyi miniszter azt szerette volna, hogyha egy egységes forróvonalat és egy egységes portált hoznak létre, ahol időpontokat lehet foglalni. Az egységes országos forróvonalat létrehozták ugyan, de a tartományok ragaszkodtak ahhoz, hogy saját portálokat is létrehozzanak, tehát saját cégeket is bíztak meg, ezért eltérő időpontokban egymást követően kerül egy sor az időpont foglalásra. Például Wiesbadenben tegnap volt. Hast du einen Migrationshintergrund? Nein, ist einfach so eine weiße Wand, weil wir sind neu ausgezogen. Also, ach Mann, was hat denn mein Deutsch? Oh, so nicht, jetzt die Kerze ausgegangen, Willi. Oh mein Gott! Oh Gott! How did that car overtake a Porsche? that must have been one hell of a fake Porsche that they are driving. Oh my god. Was ist denn mit Carsten los? Und hat versucht, einen freien Vogel einzusperren. Einen Adler, der versucht hat zu fliegen. Hast du versucht, einzusperren? Hast du versucht? Und deswegen habe ich mir eine gesucht. Die hat mich auf ersten Blick erkannt. Sie hat mir in die Augen geschaut, was sie auch konnte längere Zeit. Nicht so wie du. Fahr weiter! Oh, Ich muss raus!
Christ, I wasn't expecting that. Oh my God. I'm so sorry. Gefahr, bitte helfen Sie mir. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? Ja. Jubeln, einfach jubeln. Jubeln! Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt, Henry Henrysson. Bruder von Jürgen Hurensohn. Sorry. Hey, was suchst du denn hier? Ich wollte nur mal so eine Uniform anprobieren. Die wolltest du wohl klauen? Komm, komm. Alarm! Alarm! Where did you guys hear the joke? That was a freaking dark humor there. That was a freaking... Will I even say dark humor? Does it fall under dark humor? I would say more like... I won't say dark humor. God. I didn't bring that. If you actually get this last meme that I just showed right now, it means you're a bad person, just as I am right now. Or maybe I'm thinking of something entirely different. But if that's not the case, you and I are wearing the same shoe. Oh my God, that was hilarious. Hühnchen mit Reis! Aber doch nicht jeden Tag! Natürlich jeden Tag! Ich will am Trainieren! Ich muss meine Arme aufpumpen! Mein Bauch! Sixpack! Wir haben doch bestimmt eine Liebste zu Hause oder einen Liebsten. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Oh my God. I reject this allegation. I am saying it loud and clear. I reject this allegation. I think I have a new slam right now. Oh my God, I wasn't expecting all this. This cracked me up real good. And to say it again, if you come to my comment section, I'll start typing that you get that joke I talked about. I reject this allegation. Remember, I reject the allegation. I am innocent. Please remember, I reject all these allegations. I am stating it loud and clear. I reject these allegations. This was a very nice one. Honestly, I didn't even really know that Germans have so many memes like this. Very funny and very precise. Short and very precise and very funny. You know, it helps to cheer you up even when you're having a very bad day. And I really enjoyed it. Thank you guys for sticking around. Don't forget to like, subscribe, and comment on this YouTube channel. Tell me what is the most funniest clip you saw on this video. And I'll see you guys on my next update. For now, remain blessed and bye.